Information ja, Werbung nein. Diese Regel soll künftig für Arztpraxen gelten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Union und SPD haben sich nun im Grundsatz darauf verständigt. Ich glaube, damit ist am besten gedient den Ärzten, weil sie dann genau wissen, was geht und was nicht. Es ermöglicht genau diese Information, in welcher Praxis Abtreibungen durchgeführt werden sollen. Wenn ich als Arzt informieren darf über den Eingriff, aber nicht werben darf, ist das alles, was benötigt wird. Der Kompromiss zum Paragraph 219a sieht vor, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche eine Straftat bleibt. Aber die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollen Kontaktinformationen zu Praxen bereitstellen. Und Ärzte und Krankenhäuser dürfen darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen. Nein zu diesem Kompromiss sagen Ärztinnen, die wegen des Werbeverbots angezeigt oder zu Geldstrafen verurteilt wurden. Ebenso Linke und Grüne. Wer die Ärzte für die Ärztinnen und Ärzte Rechtsklarheit schaffen will, der muss den 219a abschaffen. Alles andere nützt nichts, sonst haben wir eine widersprüchliche Rechtslage. Und das ist gerade im Strafrecht unerträglich. Wo Information aufhört und wo Werbung anfängt, darüber soll der noch zu formulierende Gesetzestext mehr Klarheit schaffen, heißt es aus der Koalition. Allerdings auch die SPD-Frauenvereinigung fordert weiter die komplette Streichung des Paragraphen 219a.